Willkommen zurück zu Let's Play Jurassic World Evolution. Ich sag's gleich, ich habe hier viel zu viel los. Ich habe jetzt hier die DLCs gekauft, nämlich hier Dr. Wu's, hast du dich gesehen, Scheiße, und was? Ist jetzt halt zu viel überfüllt. Oh mein Gott. Ich habe Stress. Warte mal. So. Ich habe ja jetzt Dr. Wu's Ding gekauft, Claire's Ding und das Jurassic Park DLC-mäßige Ding. Und das werden wir dann machen, sobald wir die Dusse mal erledigen. So, warte mal, mach du das gleich. Du brauchst das jetzt hier nicht machen. Das ist tatsächlich erledigt, Kollege. Obwohl doch. Doch, aber nicht bei dem. Du machst dann den. Heilige Scheiße, was ist denn gleich los? Oh, da Jungs, doch nicht alle auf einmal, ihr Affen. Oh, ihr Wichser. Jetzt mal nicht mal mehr auf den Keks gehen, so. So, ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass der ganze Kack überfüllt ist. Das heißt, einen T-Rex werde ich jetzt verkaufen. Ich habe mir das irgendwie schon gedacht. Was wollte ich sagen? Ja, also diese Jurassic. Dieser Auftrag sieht interessant aus. Für mich zumindest. Ja. Was denken Sie? Ja, bin dabei. Jurassic Park habe ich freigeschaltet. Also jetzt gekauft für den DLC. Dr. Wu's Geheimnis und irgendwo mit Claire's Einrichtung oder was auch immer. Ich weiß nur, dass man bei Dr. Wu jetzt zwei extra Inseln noch hat. Also das ist nicht die letzte Insel. Denn dann können noch die DLCs auch kommen. Okay, so. Dann einmal T-Rex, wenn du dich eh nicht wohlfühlst, bist du raus. Geh ich für dich? Genug. Super, so. Dann kommst du wieder rein. Du kommst rein. Und du kommst rein. Bist auch ein T-Rex? Ist auch ein T-Rex, okay. Ja, passt. Ich hoffe, das ist nicht für den aber überfüllt. Das hat mir schon gedacht, dass es hier irgendwie jetzt schon bald mal eng wird. Aber okay. Okay, passt. So, wo war ich im letzten Mal? Hier war ich im letzten Mal. Da drüben. Da war das T-Rex Ceratops, genau. Spinosaurus, genau. Den habe ich ja schon angefangen. Ist der schon relativ weit oder... Wie ist das? Ah, dieser Apatte, irgendwas weiß ich so. Ich finde diesen Spinosaurus, wo war der? Ich glaube, der war hier drüben. Also hier drüben. Nee. Der ist fast fertig, okay. Hier war der. Ach du Scheiße. Okay. So, Gästeanzahl. Ja, okay. Was brauchen die denn? So, warte mal. Schutzraum. Da drüben wird ein Schutzraum fehlen, aber... Produkttransport beendet. Eigentlich schon, aber wenn ich hier jetzt noch einen Schutzraum hätte... Und halt hier drüben auch. Ja, nur... klar. Okay, was wird? Ich mache jetzt in der Zwischenzeit mal kurz Schutzräume. Einfach nur, weil ich es kann. Nichts verbaut. Nichts verbaut. Was ist hier verbaut? Bist du wahnsinnig? Ui, da, Schwede. Die Logik. Aber von mir aus. So. Mal Bums. So, dann ist der Schutzraum. Jetzt nochmal die Frage: Braucht ein Schutzraum Strom? Braucht ein Schutzraum Strom? Ich glaube nicht, Stromverbrauch steht hier nichts. Okay. Dann ist ja gut. So, dann haben wir Gäste, Schutzraum. Wer ist denn der Radius so weit? Okay. Das heißt, hier kann ich den nicht campen machen. Dann ernst. Och, Leute. Ha. Perfekt. Da müsste ich doch jetzt da relativ viel eigentlich haben, oder? Der ganze Radius ist auf jeden Fall schon mal dabei.
Also stabil bleib, alles wird so zeitmäßig, das. Oh. Das liebe ich ja mit der Zeit. Der Zeitlimit, das liebe ich ja. Okay. Toiletten muss ich immer machen. Okidoki. So, wo war das? Hier. Hier drüben. Aha. Okay, mal das bei dem Baum. Kriegst sogar Strom, perfekt. Hier war eh kein Weg. Hier war eh kein Weg, oder? Ne, eigentlich nicht. Passt. Und hier beim Eingang von mir was auch. Und hier halt. Ist halt die Frage, baue ich jetzt hier zwei oder baue ich nur einen? Die doppelte Frage ist, geht sich das aus? Lol. Nice. Mein Jungasaurus ist Forschung abgeschlossen. Keine Ahnung warum, aber okay. So. Wie schaut's aus? Hey, wie was man? Was machst du hier? Hä? Hä, was macht der hier? Ich bin falsch platziert, ne, kann nicht sein. Aber apropos, nächster Rat an dich. T-Rex, der T-Rex sollte hier drin sein, aber ausgebrochen ist er nicht. Zaun ist keiner defekt. Hä? Soll ich das verstehen? Leute, bewegt euch. Läuft T-Rex herum, ihr Pfosten. Nix au. Hey du Arsch. Hier bin ich. Betäubung. Alter. Komm. Komm. Schlaf ein. Schlaf ein. Dankeschön. So. Was ist mit dir, Kollege? Geh zurück in dein Gehege. Verdammt nochmal. So, dankeschön. Okay, ja, gestern ist alles war jetzt klar, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Okay, kann man machen. So. Das Klo ist auffällig. Okay, ja, jetzt ist halt ein bisschen Aufruhr wegen dem scheiß T-Rex gerade, aber ist nicht so schlimm. So, toilettenmäßig. Hier ist alles super, hier ist auch alles super. Da drüben, okay. Und da ist sowieso nichts noch, weil hier keine Aussichtsturm-Dinger sind, also für die Gäste. Ist okay. Hier baue ich noch. Ist gut, dass die Toiletten auch echt klein sind. Also habe ich zum Beispiel hier genug Platz. Siehst du? Und strommäßig geht's auch. Komm. Nein. Ja. Perfekt. Dann mache ich hier drüben noch irgendwo eins. So hier mäßig. Ja. So. Mal schauen, wie weit das jetzt passt. So, dann guck mal hier die Kacke. Der ist jetzt safe fertig. Der muss jetzt da fertig sein. Okay. Nice. Spinosaurus, perfekt. Bin voll. Schade. Okidoki. Und weiter geht die Katz um die Hatz um die Latz. So, das heißt, jetzt mache ich so. Jetzt nehme ich den. Und mache den jetzt endlich mal fertig. Der muss jetzt, ich will den Kahn Taurus fertig haben. Interessiert mich nicht. Der muss fertig sein. Der hier gefällt mir wirklich. Und ich glaube, dass er Ihnen auch gefallen wird. Müsste gehen. Sobald ich die Toiletten habe und dann hier das richtig mache, müsste ich das eigentlich auf die Reihe kriegen. So. Perfekt. So, siehst du? That's what I'm talking about, 100. So, warte mal, T-Rex. Wie sieht's aus? Ist in Ordnung. Oh Gott. Was machen die? Die kämpfen? Ach du Scheiße.
Der frisst dich doch instant auf, das sehe ich jetzt schon kommen. Ach du Scheiße. So, was fehlt denn das noch irgendwo? Hier Toilette. Ja, hier Toilette wegen warum? Wegen voll oder wegen einfach kein Platz oder wie oder woher? Holy fuck. Lol. Wie das? Hier drüben, als ob hier drüben. Nee, nicht. Passt da? Ne, alles gut. Transport weiß ich, das weiß ich. Und sonst Spaß und Einkaufen fehlt noch. Aha. Aha. Okay. Gäste. Bowlingbahn, Einkaufen. Dann mache ich Kleiderladen und Bowlingbahn halt irgendwo hin. Beton liegt aber irgendwo hin, wo es Platz hat. Was hier zum Beispiel nicht der Fall ist. Verflucht. Also was bist du? Du bist ein Restaurant. Wenn ich dich ein bisschen weiter rüber ballern würde das gehen? Oder halt. Yay, das habe ich. Die ist auch nice. Der Auftrag zur Steigerung der Besucherzahlen? Was soll ich sagen? Gut gemacht. Ha, ja, ich wusste es doch. Ja, ja. Ich glaube, du das weißt. So. Sorry, ich muss ein bisschen kleiner machen. Aber ist auch nicht so schlimm, hoffe ich. Dann werde ich aber die. Fuck. Weil der Bodenfutter. Muss ich das so machen? So. Okay. Dann reiße ich dich ab. Dich und dich und dich und dich. So, dann einmal die Gäste. Einmal bitte. Oh mein Gott. Ich muss den Sound vielleicht noch kleiner machen. Ich flippe aus. Heilige Scheiße. Ich will ja eigentlich nicht kleiner machen, aber ich habe irgendwie keine Wahl. Kein Strom. Ich habe schon zu wenig Strom oder was? Kann das sein? Nee, doch nicht. Okay, so, da nochmal. Ja, hier. Okay, das ist jetzt der Bowling. Wie viel Strom haben wir dann? Wir sind doch leer. Wir sind genau leer. Super. Wir sind fucking leer. Die Scheiße. Aber als ob ich leer sind. Warte mal. Bist du auch leer? Wir sind halt wirklich komplett leer. Alle Dinge sind aufgebraucht. Oh, fuck you. Okay. Was heißt das, dass ich hier hinten noch ein Ding mache? Ein großes. Eieiei. Ei Karambara. Dann mache ich halt hier dann keinen Aussichtspunkt hier, also hier in der Nähe halt nicht, weil dann so ein bisschen weiter weg geht.